Hallo, Servus. En este video voy a dar las explicaciones en alemán. El tema de este video es la palabra gratis. Gratis, ¿ok? Auf Deutsch, gratis heißt auch wie im Spanischen, algo es gratis. Wir haben noch andere Wörter für dieses Konzept. Gratis. Was können wir noch auf Deutsch sagen? So, ich habe hier ein paar Wörter. Das nächste Wort ist etwas ist umsonst. Umsonst. Ich blende hier das Wort ein. Hier, okay. Wenn etwas umsonst ist, kann man auch sagen, dass es gratis ist. Zum Beispiel, heute sind im Supermarkt nach 20 Uhr die Bananen gratis. Oder die Bananen sind umsonst. Ein Beispiel, okay. Aber hier musst du aufpassen. Achtung, ojo, es gibt noch eine andere Bedeutung. Wenn etwas umsonst ist, ja, ist es auf der einen Seite entweder gratis oder etwas ist einfach sinnlos gewesen. Hier sagt man auch algo pasó en vano o algo está haciendo algo en vano. Esto también es el significado de umsonst. Ja. Zum Beispiel, alle unsere Anstrengungen waren umsonst. Todos o todo el esfuerzo, nuestros esfuerzos, en este sentido. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Also alle unsere Anstrengungen waren umsonst. Das ist mal das eine, okay, umsonst. Dann haben wir noch ein anderes Wort und zwar kostenlos. Etwas ist kostenlos, heißt auch gratis. Aber was heißt das Wort kostenlos? Kostenlos eigentlich. Das heißt, sin costes o sin coste o sin gastos. Und warum? Kosten heißt coste oder gastos. Und, oder costes im Plural. Und dann hast du los. Los heißt sin. Wir können also Adjektive mit dem Wort oder mit diesem Partikel los hinten am Ende sagen. Ja? Es gibt verschiedene Wörter, zum Beispiel arbeitslos. Arbeitslos heißt zum Beispiel sin trabajo, ja? Oder emotionslos, sin emoción, emotionslos. Jemand ist sehr emotionslos. Du bist so emotionslos, ja? Diese Adjektive haben alle los. Zum Beispiel auch kostenlos, heißt also gratis, algo es gratis, ja? So, dann war das eigentlich schon das Wichtigste. Gratis, kostenlos, umsonst. Ja, diese Wörter können alle gratis bedeuten, aber sie haben noch eine andere Bedeutung. Wunderbar. Alles klar, das war das Video. Danke für den Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Nos vemos en el próximo Video.